Willkommen bei Christa 2706 und die Sanders. Ja, heute sind wir mal zu Beginn nicht in Solane, sondern in Dolzell Valley oder wie auch immer diese Hollywood-Stadt heißt. Ganz oben auf dem Berg, dieser schicken Bude. Und wollen uns mal ein wenig bei der Familie Suarez umsehen. Die sitzen gerade hier, essen was. Vollkornbrot, scheinen sehr gesund zu leben. Der Mann Hector ist, glaube ich, Bodybuilder. Und die Frau Sarah, beide heißen Suarez, ist eine bekannte Musikerin und sie sind beide relativ hoch im Promi-Level, Weltstar glaube ich, Megastar und auch Megastar, ja. Und sie wohnen hier oben in dieser Villa eigentlich mit ihrem Sohn Armando, aber dieser ist davongelaufen. Und ja, wir wollen jetzt die mal auf den Grund gehen. Warum denn das so ist? Sawata, Bima, Seneca, Melinda, Grinia. So, Sarah und Hector streiten wieder mal über diese Geschichte. Sarah wirft Hector vor, er sei schuld an dieser Situation, denn er habe Armando zu viel erzählt. Ja, und nun versuchen sie, ihn wieder zu finden, aber ist nicht so einfach, denn es soll keiner wissen, dass Armando weggelaufen ist. Die beiden sind ja täglich in der Presse und in der Klatschspalte. Und wenn das rauskäme, dann ja, würde es natürlich einen Skandal geben. Und so tun sie sich ein bisschen schwer, Armando wirklich zu finden. Ja, ihr wollt jetzt natürlich wissen, was die beiden mit Armando angestellt haben und warum er weggelaufen ist. Ja, wie soll ich sagen? Vielleicht hilft uns da ein bisschen der Stammbaum. Denn Sarah ist zwar die Mutter von Armando, aber sein heißgeliebter Vater ist gar nicht sein Vater. Und das hat Hector ihm gestanden. Woraufhin Armando dann natürlich wissen wollte, wer sein echter Vater ist. Aber Sarah will ihm das partout nicht sagen. Sie ist jetzt sehr traurig, denn Armando war ihr absolutes Wunschkind. Sie wollte es gerne haben, obwohl sie eigentlich gar keine Zeit für ihn hat. Das ist übrigens das Zimmer von Armando. Hier sind noch ein paar Fotos, die er hier gelassen hat. Ansonsten hat er sein Zimmer ausgeräumt. Er hat seine Gitarre mitgenommen und alles, was ihm so extrem wichtig war, in seinen Rucksack gestoppt und ja, ist mit seinem Bike, seinem Fahrrad auf und davon. Und ja, Sarah ist jetzt sehr traurig. Und sie würde ihn gern wiederfinden. Aber sie weiß auch nicht, wie viel das Hector
ihm erzählt hat. Und ja, natürlich leidet jetzt auch die eigentlich sehr gute Beziehung der beiden untereinander. Also Hector und Sarah waren immer sehr glücklich und es gab nur ein Problem. Sie haben kein Baby bekommen und es stand dann irgendwann fest, dass es an Hector lag. Hector ist ja Bodybuilder und ja, natürlich hat er auch in irgendwelchen Zeiten seiner Jugend Anabolika genommen und so, und das kann ja böse Folgen haben. Auf alle Fälle war er nicht zeugungsfähig und daraufhin hat Sarah halt dann eine kurze Affäre angefangen und um eben von diesem Mann ein Kind zu bekommen. Dieser Mann weiß davon nichts. Sie hat ihm damals sehr das Herz gebrochen. Und Hector war auch sehr eifersüchtig, denn das ist er so generell. Aber ja, er wollte halt auch gerne, dass Sarahs Wunsch von einem Baby erfüllt wird. Und hat sich auch immer gut um Armando gekümmert. Es war einfach für ihn sein Kind. Also es kam dann bei einem Krankenhausbesuch von Armando heraus, dass Hector nicht sein Vater sein kann, weil die Blutgruppen nicht zusammenpassen. Und Armando hat dann heimlich einen Vaterschaftstest machen lassen und die Ergebnisse waren dann eindeutig. Hector ist nicht der Vater von Armando und ja, er hat dann mal recherchiert und gesucht, hat seine Mutter gelöchert, es ihm zu sagen, aber die hat gesagt, nein, das war eine anonyme Samenspende und so. Und das wollte er aber Armando nicht glauben, denn er hatte das so ein Gefühl, dass so etwas anderes ist. Und er hat dann ein bisschen mit einem Freund der Familie gesprochen und der hat ihm dann da auch nur sehr unwillig etwas erzählt. Und sie wird jetzt mal versuchen, ihn anzurufen, aber das geht nicht, da das Handy nicht funktioniert. Und denn Armando hat ja natürlich seine Nummer getauscht. Und sie überlegt jetzt die ganze Zeit, was sie machen soll, ob sie Polizei einschalten soll. Armando ist ja noch ein Teenager. Und völlig auf sich allein gestellt. Sie hat schon Angst, dass ihm was passiert. Er ist bisher immer hier beschützt, im Reichtum, großgewachsen, abgeschirmt von Bodyguards. Und sie hat natürlich auch Angst, dass er irgendwo was ausplaudert oder so. Das ist vielleicht sogar noch ihre größere Angst, dass jemand draußen was mitbekommen sollte und man dann schlecht über sie denkt. Ja, sie weiß einfach nicht, was sie machen soll und Hector kann ihr eigentlich auch nicht helfen mehr. Wollte ja eigentlich von viel früher schon, dass man Armando mal die Wahrheit sagt, weil die eben irgendwann sowieso rausgekommen wäre, aber nun ist es super. Und ich würde mal sagen, wir schauen jetzt einfach mal zu Armando nach Sulani. So, hier sind wir. Und da ist Armando. Er lebt immer noch hier in seinem Zelt
auf Sulani. Schauen wir mal, ob er schon seine Schule kann er natürlich auch nicht besuchen. Er möchte ja nicht, dass ihn irgendjemand sieht. Ja, er hat schon ein paar Leute kennengelernt. Den Nick, Diana, die Rose Darling. Das sind natürlich seine Eltern und das ist sein, das ist so sein Vertrauter. Dieser Mann hat mal als Butler bei ihnen gearbeitet und von ihm konnte er so einige Sachen erfahren und den wird er jetzt auch nochmal anrufen und ihn fragen, ob er nicht mal vorbeikommen möchte oder... Oder ihm nicht noch ein paar Details erzählen kann, denn er kommt nicht so recht weiter mit der Suche. Aber ja, der alte Mann sagt ihm natürlich, tut mir leid, aber ich fühle mich nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr kräftig genug, um so eine weite Reise zu machen. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, als ich dir schon gesagt habe, dass ich mal gehört habe, wie deine Eltern gestritten haben, weil dein Vater eifersüchtig war. Und ich halt dann gehört habe, dass er sich nicht aufregen muss, denn dieser Mann ist jetzt weit weg, er ist nach Sulani gezogen und er will nichts mehr von dir wissen. Aber sonst hat er eigentlich gar keine Anweise, Anhaltspunkte. Außer dass er wahrscheinlich doch irgendwie so eher eine bekannte Person ist. Ja, der Armando hat sich jetzt sehr lange hier versteckt, aber es wird nichts helfen, auch wenn er jetzt ein bisschen beschämt ist. Werden wir jetzt mal mit ihm an den Strand gehen. Es ist ja sehr heiß. Es hat geregnet und jetzt ist wieder schönes Wetter. Er soll sich jetzt hier mal was zu essen kaufen. Kann man hier was zu essen kaufen? Ist es offen oder nicht? Hallo, also geh einfach mal hier hin. Dann schauen wir. Wir hauen alle ab. Wahrscheinlich, weil es jetzt wieder zu regnen anfängt. Es ist Mittwochabend. Und ja, dann sage ich mal, er soll einfach mal hier in die Bar besuchen. Und zwar alleine. Na komm, Armando, jetzt gehen wir dann mal rein. Gucken wir mal, wie alle ist. Hier ist mal die Analystik. Das ist ja auch ganz gut. Hier stellst du dich mal respektvoll vor. Die Hanna ist ja ein sehr bekannter Sim hier und die kennt sehr viele Leute. Es wird nicht schaden, wenn du mit ihr mal redest und dich so nach den Einwohnern von Sulani erkundigst. Na, sie ist aber auch nicht sehr gut daran drauf. Dann sei mal freundlich und frag, was Hanna so macht. Es gibt alle Getränke zum halben Preis, das ist ja gerade gut, weil Armando hat jetzt hier nicht mehr sehr viel Geld. Und ja, lernen Sie mal kennen. So, also Hanna fragt den Armando jetzt, ob er denn hier ganz alleine wohnt. Und er sagt, ja, ich bin auf der Suche nach jemandem.
Ich suche meinen Vater, aber ich weiß leider nicht sehr viel, nur dass er so ungefähr zum Zeitpunkt meiner Geburt hier hergezogen ist und dass er wohl ein Promi ist, aber ja, mehr hat man ihm leider nicht sagen können. Wenn man ihm etwas sagen könnte, dann wäre er schon sehr froh, denn ja, er möchte halt wirklich seinen richtigen Vater kennenlernen. Gar keine, gar nicht weiß, dass es ihn gibt. Tanner überlegt und sagt, ja, so Promis, viele Promis haben wir hier nicht, aber es könnte vielleicht der Ben Sanders sein, denn der ist so, ja, vor ungefähr dieser Zeit hier hergezogen. Allerdings hat er eine Familie. Der hat Sieblinge und ja, die sind ungefähr in seinem Alter. Also, sie kennt so keine anderen Geschichten von Ben, aber er ist halt sehr, sehr glücklich. Erst seit kurzem verheiratet und ja, aber er solle doch mal einfach rüber auf die Insel gehen, weil die sind jetzt wieder zurück. Die waren jetzt einige Zeit in Vancouver, aber ja, er müsste ja wahrscheinlich auch die Kinder irgendwann treffen und könnte sie dann fragen. Ja, und das hilft dem Armando vielleicht schon weiter. Er überlegt jetzt, er wird jetzt mal was essen und dann sucht er in seinem Handy mal nach Bilder von Ben Sanders. Wenn das wirklich eine Spur wäre, das würde ihn schon weiterbringen, nicht? Und ja, wenn wir uns Armando so ansehen, glaubt ihr, dass er so irgendwie was mit Ben zu tun haben könnte? Und was ist wenn? Aber erstmal werden wir schauen, ob Armando da etwas rausfinden kann. So, Armando, wie geht's dir jetzt? Brauchst Spaß, ja. Du könntest ja hier auf deinem Handy ein bisschen recherchieren, nicht? Im Internet surfen. Such hier mal nach Ben Sanders. Und ja, er findet, dass er ein guter Musiker ist, der sehr auch aktuell wieder Hits schreibt, aber derzeit noch keine Konzerte oder so gibt, weil er sich ausschließlich um seine Familie kümmert. Und ja, dass er auch mal ein bisschen geschauspielert hat und malt, also alles insgesamt ein ziemlich kreativer Mensch ist. Und ja, eben in den Schlagzeilen gibt es natürlich auch zu lesen, dass er da Sieblinge bekommen hat, dass er etwas ganz, ganz Seltenes ist, dass er halt doch relativ glücklich ist mit dieser Familie. Er kann aber nichts finden zu, ja, sag mal, früheren Zeiten von Ben Sanders, also es dürfte keine Eskapaden oder sonst was gegeben haben. Oder es ist einfach halt schon zu lange her. Als ich jetzt so im Internet hat da nichts gefunden. Lauft er ganz schnell nach Hause und wird sich erstmal ausruhen. Und ja, dann warten wir mal ab, was weiter passiert.
So, Armando geht jetzt in sein Zelt und entspannt sich ein bisschen und wird dann schlafen gehen. Er wird noch ein bisschen recherchieren. Ich glaube, er hat ja auch ein Notebook mit dabei, oder? Nein, hat er nicht. Aber ja, er hat jetzt immer noch Hunger, aber er konnte einfach nichts essen heute. Das Handtuch nehme ich auch wieder weg. Das ist ja schon bekannt von mir, dass ich das Zeug immer verschiebe. Und ja, was denkt ihr? Könnte Ben der Vater sein von Armando? Was würde das für die Familie Sanders bedeuten? Wie wird Angela darauf reagieren, wenn das wirklich so ist? Fragen über Fragen. Ja, er ist traurig und alleine und das ist Teenager und ich kann verstehen, dass er sich nicht gut fühlt. Aber trotzdem müssen wir ihn jetzt hier zurücklassen und ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge von Die Sanders. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Meinung zu der Geschichte dalasst und vielleicht auch einen Daumen. Und wenn ihr neu seid, ein Abo. Danke, ciao und baba.